Sportlich ging's am 30.12. am Ballhausplatz zu. Gerhard Leister hat eine bemerkenswerte Initiative gestartet, und zwar Gesundheit braucht Fitness. Es geht also mit einem Wort um den Sport. Also wir haben diesmal das genannt Fitness-Ausfallschritte, weil die Fitness fällt ja jetzt aus und man sollte da Schritte dagegen unternehmen oder dafür, dass die eigene Fitness nicht leidet. Und Ausfallschritte sind sowieso eine gute Übung, also das werden wir machen. Und es ist halt sehr schade, dass gerade im Bereich Prävention, wo es ja Covid-Maßnahmenpakete ohne Ende gibt, genau die Fitness zugemacht wird, die ja eigentlich als erstes aufgesperrt gehört. Die wichtigsten drei Themen, wie ich finde, sind die Übergewicht und Bewegungsmangel, sind ohnehin schon Hauptrisikofaktor bei der Todesursache Nummer 1, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber wenn man jetzt auf Corona schaut, auch die schweren Corona-Verläufe hängen stark damit zusammen, wenn jemand übergewichtig ist. Das heißt, auch da gehört unbedingt dagegen gesteuert. Das machen wir in der Fitness. Also Übergewicht ist das Problem, Fitness ist die Lösung. Stress ist auch ein Riesenthema. Mittlerweile gibt es vom Gesundheitsministerium sogar die Angaben, 8-mal so viel Stress als vor der Corona-Geschichte ist jetzt in der Bevölkerung. Ganz viele Leute haben Depressionen. Auch da ist Sport das Richtige, was man machen kann, um dagegen zu steuern. Es ist so, dass beim Stress, um es ganz schnell zu sagen, wird Fett und Zucker in die Blutbahn ausgeschüttet. Und das gehört natürlich verbraucht, weil sonst schwirrt das da drin herum und macht dann langfristig Diabetes und Cholesterinprobleme und alles, was da eben dazugehört. Und dann noch ein wesentlicher Punkt, wie ich finde, ist, dass gerade das Maßnahmen einhalten das Hauptproblem ist. Die Maßnahmen sollen ja alle irgendwie gut sein, aber die Leute halten sich nicht dran. Jetzt haben wir den tollen Vorteil in der Fitnessbranche, gerade beim Group Fitness, wo ich Experte bin, der Trainer passt ja eh auf die Leute und ist für die Sicherheit verantwortlich. Das heißt, wir hätten da quasi einen Aufpasser im Kurs stehen, der alles, was auch immer die Maßnahmen beinhalten sollen, 3 Meter Abstand, 2 Meter Abstand, Maske bis zum Platz gehen, was auch immer, wir könnten das super kontrollieren und dann würde es da auch nicht zu Problemen kommen. Also es gibt meiner Meinung nach wenig Gründe, Fitness zuzusperren, während andere Dinge offen haben, wie zum Beispiel die Trafik, dass man sich regelmäßig Zigaretten kaufen kann. 14.000 Tote wegen Rauchen hat es heuer schon gegeben, 5.000 Corona-Tote. Rauchen als Grundversorgung zu sehen, während man die Fitness zusperrt, die präventiv mithilft, sehe ich für völlig falsch.